österreichischen Gießereiinstitut sind derzeit 5 Damen beschäftigt. Wir sind als Gießereiinstitut natürlich in einem Bereich tätig, wo hier traditionell natürlich hauptsächlich Männer arbeiten. Das ergibt sich automatisch aus den Studienabgängen und es ist eher schwierig, hier auf diesen Fachgebieten Damen zu beschäftigen. Das Projekt, für das ich, mit dem ich eingereicht habe, hieß Grenzen und Möglichkeiten der Computertomographie. Und das Ziel war es tatsächlich, das auszuloten. Aufgrund der Problematik, die wir einfach haben mit den Automobilzulieferern und den Gießereien, die müssen immer bessere Qualität liefern, können aber nicht genau sagen, wie groß sind denn jetzt die Fehler in dem Bauteil und haben die eine Auswirkung auf das Funktionieren des Bauteils. Und dafür haben wir einen Referenzkörper entwickelt, der die typischen Gussfehler darstellbar macht oder mit dem man die typischen Gussfehler darstellen kann, den man aber mathematisch exakt berechnen kann. Und das brauche ich, damit ich wirklich feststellen kann, habe ich jetzt meinen Schwellwert richtig gesetzt, ist meine Porendetektion korrekt oder nicht. Naja, wenn man mich nicht im Büro findet, dann bin ich meistens hier im Stall bei meinem Pferd. Man sieht es jetzt leider nicht, weil es draußen ziemlich schüttet. Aber es ist ein total idyllischer Ort, wirklich zum Entspannen und zum Krafttanken. Rennen tue ich ihn seit 3 Wochen nach seiner Geburt. Und ja, eigentlich wollte ich einen gut ausgebildeten Warmblüter, so 10-11-jährig. Aber das ist halt dann doch meiner. Ich will jetzt nicht, dass das negativ rüberkommt, aber der Feminismus ist entstanden, weil Frauen und Männer effektiv nicht gleichberechtigt sind in der Gesellschaft, wenn man sich das anschaut mit Einkommensschere und so weiter. Das ist ein Problem in vielen Bereichen. Wenn die Frauen tatsächlich als gleichberechtigt anerkannt werden, dann können die Feministinnen auch wieder ganz normal, ja, müssen nicht ständig auf die Barrikaden steigen. Ich finde es definitiv sehr gut, dass der ACR sich einsetzt für Frauen in der Wissenschaft. Nur wie gesagt, da sollte man noch hinkommen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen und Männer einfach in der Wissenschaft sind.